So, Hallihallöchen, Hänsi Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play. Harveys neue Augen. Gib mir bitte das Messer. Was habe ich nur getan? Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Chill. Du wirst nochmal hypnotisiert. Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Also, sie kann dich schon brauchen, aber eigentlich bist du ja Ednas Ding. Lügen. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Indem du mir das Messer gibst. Du willst jetzt sicher eine Yes. Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin, was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das ihn noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten, aber dieses Also. Mädchen war ich. Knüpft Das wäre wirklich eine an dieses Überraschung. Ende an. Und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly, hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Interessant. Oh, ach so, okay. Es knüpft wirklich an die Geschichte von Edna bricht aus mit dem Ending, wo sie ihn die Treppe runtergeschmissen hat. Also ich frage mich ja, wie die beiden an die Wand gefesselt werden können. Der Jugendkriminaltyp von der Polizei, der ist ja richtig hart useless gewesen. Und dass die sich von einem Typen im Rollstuhl und einer alten Nonne fesseln lassen können, I don't know. Dr. Marcel ist die einzige Auswahloption. Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Wie anderen Kinder. Das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer, drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin Wie wissen kamen wir überhaupt aus solltest. der Zelle? Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation. Dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly.
Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lily. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lily. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lily. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lily war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Oh, ich mag das. Oh, ich liebe das. Okay, also zur Situation, das erklärt natürlich, wenn die beiden wirklich nur von meinen Gedanken sind, dass die an dieser Wand gefesselt sind, weil das ist ja schon sehr, sehr komisches Szenario. Auch gab es da keine wirkliche Interaktion zwischen der Oberin und den beiden. Ich überlege gerade im ganzen Spiel. Garrett wurde... Wir haben mit niemandem über Garrett geredet. Garrett war quasi für keinen Charakter unbekannt. Und auch so im Spiel hat er sehr strange Handlungen gemacht, die halt nicht so wirklich polizeimäßig sind. Wie, jo, bleib mal hier stehen, ich gehe jetzt. Und versteckt sich und reagiert nicht, sondern scheint nur die ganze Zeit da zu stehen und zu beobachten. Also... eine Person zu fantasieren, ja, allerdings hatte er Abhörkammern, also ich glaube nicht, dass die wirklich fantasiert sind. Das erklärt allerdings auch, warum Garrett von diesem einen Beichtstuhl entkommen konnte, weil da war ja eigentlich das Holzbrett davor. Oh, ich liebe die Stimmen gerade in meinem Kopf noch im Hintergrund, top, ich feiere das Ende. Es gibt 3 verschiedene Enden, wir schauen alle an, weil ich habe davor auch gespeichert. Messer weglegen, Marcel erstechen, widersprechen. Genau, das kann wirklich sein. Ich glaube, auch über Edna hat kein anderes Klosterkind gesprochen. Und auch die Oberin meinte, ja, also es gibt eine Edna. Also die haben ja mal über eine Edna geredet oder das Gespräch angeschnitten. Aber da wurde jetzt auch nicht gesagt, so ja, sie ist hier Schülerin und alles. Und Edna hat sich ja auch vor allen anderen versteckt. Also sie hatte noch die Beweise, die Scheinheiligen, aber war auch nie da. Finde ich sehr interessant, was jetzt da tatsächlich ist. Wir gehen einfach chronologisch durch. Ich zeige alle 3 Enden, also jetzt das Ende, dann kommen die Credits, wir reden nochmal drüber und dann die anderen 2 noch. Ja. Die anderen hatten recht. Lily war offenbar. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. Oh, das war ein kurzes Ende. Alles klar. Ja. Credits. Ja, dann komme ich mal zu meinem Fazit. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel. Es war... Ich fange mit den mit der Downside an, weil das ist nur eigentlich eine Sache. Und zwar, dass es leider ein bisschen verbuggt ist. Mit diesen Speicherständen und dass plötzlich die Charaktere da unsichtbar sind und dass es den Sound umstellt. Das ist wirklich, wirklich sehr schade. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich am Spiel zu kritisieren habe. Weil die Geschichte war nice.
der Witz war da. Es war super toll. Geiler Witz für Point-and-Click-Adventure. Es war in einem richtig schön angemessenen Umfang. Die Gebiete waren nicht zu groß, wie es jetzt in Edna bricht aus war. Man konnte sich schon auch größtenteils die Rätsel erschließen. Ich habe wirklich gar nicht im Projekt nachschauen müssen, wie es weiterging. Na, auch wieder im Vergleich zu Edna bricht aus, habe ich fünf oder sechs Mal nachgeschaut, weil ich da echt nicht weiterkam. Und das haben die hier in dem Teil wirklich, wirklich gut verbessert. Mir gefällt auch der nochmal Bezug zu Edna bricht aus. Wer es gespielt hat, top. Wer es nicht gespielt hat, okay, kein Ding. Aber wer es gespielt hat, der merkt halt, okay, es ist voll so gegenseitig aufbauen. Von dieser eher beschützten Atmosphäre in die Anstalt oder halt Edna bricht aus, von der Anstalt in diese beschützte Atmosphäre, also da die vermeintliche zurück nach Hause. Es war jetzt auch von der Vertonung richtig, richtig schön. Es kam mir nicht wirklich vor, als ob da, also das habe ich ja auch in Edna bricht aus kritisiert, dass die hier Charaktere so richtig, ja, eigentlich schlecht vertont sind, also im falschen Zimmer aufgenommen oder die Stimme und Atmosphäre, Gefühle passen nicht so wirklich rein. Das fand ich hier echt super passend. Sehr cool mit diesen, die Minispiele waren auch fair, angemessen. Diese acht Harveys zu besiegen, war toll in dieser alternativen Welt. Was dann natürlich auch erklärt, gerade in Akt 2, da haben wir ja an zwei Orten, in der Polizeistation und in der Bar, konnten wir trotzdem die Plätze tauschen, was interessant ist. Also in der Traumwelt, klar, können wir die Plätze tauschen, das ist eine Traumwelt. Aber dass wir dann in der realen Welt auch am anderen Ort waren, obwohl wir dafür eigentlich hätten rausgehen müssen in die Gefahrenzone, was wir da wegen des Harveys nicht durften, sehr interessanter Punkt. Genau, also ich fand es richtig gut durchdacht. Mir gefällt die, also atmosphärische Hintergrundmusik. Nadel und Faden ist ein sehr geiler Song. Der Rest war halt, der war okay bis gut. Reißt nicht weg, aber passt super zur Atmosphäre, deswegen top. Na gut, mir fallen jetzt noch doch zwei Sachen ein. Dieser komische Hamster, was mit dem passiert ist. Was da jetzt der Deal war, keine Ahnung. Und das Einbauen des zweiten Kindes vom Dr. Marcel, das fand ich jetzt auch nicht so ganz unpassend, weil die Verhaltensweisen da jetzt nicht so krass waren. Aber auch schön, dass man die alten Charaktere gesehen hat aus der Anstalt. Und also in dem Sinne echt super produziert. Von dem her, also ich freue mich dann auf die Dupronia-Teile, die jetzt aber dann nicht mehr an die Story anknüpfen. Und ja, wir schauen auch noch gleich die anderen beiden Enden an. Ich lasse es noch durchlaufen. Jetzt ist nur irgendwie die Audio weg. Und ich weiß nicht warum. Mann. Okay, ja, gut. Sind leider ein paar Sachen, die noch hätten verbessert werden können. Auch die Hintergründe. Also Artstyle fand ich auch sehr passend. Rede ich halt noch weiter. Artstyle fand ich passend. Wurde zur Genüge getan. Genau, die Rätsel waren toll. dass Lilly diese Killerin ist, obwohl sie eigentlich das brave Mädchen ist, auch sehr interessante Geschichtsstrang. So auch, dass sie quasi für alles die Schuld trägt, auch wenn sie eigentlich nur zurückhaltend ist. Ne? Macht halt, sie existiert halt und das ist für viele anscheinend ein Problem. Oh, was ich auch noch toll fand, war der Erzähler eingebaut. Also, dass Lilly wirklich gar nichts gesagt hat. Die Leute haben sich so erschlossen und der Erzähler hat die Geschichte erzählt. Wurde auch toll mit dem D&D. Adrian Erzähler dann auch toll interagiert mit, hey, ich bin jetzt der Erzähler. Das fand ich sehr, sehr toll. Genau. Thanks for your feedback. Thanks for that game.
wie gesagt, drei Achievements fehlen noch. Eins holen wir jetzt noch mit den, also man muss einmal alle Enden angeschaut haben. Das nächste Achievement war das mit dieser Leiter, das komische. Und das letzte Achievement, was da noch fehlt, ist, dass man das Spiel durchspielt und alle Minispiele skippt. Ja. Kann man ja dann nochmal im Schnelldurchlauf machen. Man kann ja mit Linksklick durchskippen. Also ja, es kostet Zeit, aber es ist schon schneller durchgespielt, da man auch weiß, was man machen muss. Wie hatten wir ja mehr Zeit. Ich glaube, also wir haben auch, glaube ich, bei weitem nicht so lange gebraucht wie für Edna bricht aus. Wir hatten jetzt in dem Spiel drei Akte. Und in Edna bricht aus, naja, da war es halt ein riesiger Akt. Und dann gab es noch als zwei kleine Kapitel so die Kapelle und er fliegt. Die Kapelle und dann das Zuhause, aber das waren jetzt auch eher kürzere Sachen, ja. Ja, geil, die Musik ist ganz weg. Okay. So, dann. Es ist aber jetzt auch wieder ruhiger. Warte mal, ja, haben die wieder was am Ton umgestellt? Die haben es einfach ausgeschalten. Ich weiß nicht wie. Okay. Strange. Ich habe nämlich, ich habe für OBS Hotkeys, für ich blende mich aus, das ist auf Minus. Und ich schalte meinen Ton aus. Das ist auf Hashtag und das hat jetzt scheinbar wieder das Spiel beeinflusst. Naja, okay. Wir schauen die Enten an. Und jetzt kann ich wieder nicht mit Harvey interagieren. Ja, das ist einfach witzlos. Schauen wir die Enten doch nicht an. Das wäre halt schon fake. Wir können nicht. Ey. Oh. Ich starte das Spiel nochmal schnell neu. Wenn das jetzt... Oh, Alter. Es ist... Frustrierend. Bis gleich. So, ich habe jetzt ein bisschen älteren Spielstand geladen. Konnte Lilly zittern? Okay. Und zwar den vor Minispiel, aber ist jetzt auch kein Ding. Das können wir skippen. Puh, das jetzt noch gegen Ende. Ist das asozial? Hm? Was ist das? Wenig. Ja, der Sound ist jetzt leise. Beziehungsweise, wir können doch mal probieren, das lauter zu stellen. Ich drücke jetzt auch. Ja, also ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie das programmiertechnisch passieren kann. So, Einstellungen. Du sollst nicht lügen. So, soll das passen? Weiterspielen? Okay, wir können interagieren. Gut. So, du kriegst... Ja. Du kriegst... Ja. Und gib mir jetzt das Messer. So, schneid uns los. Mach ich nicht. Oh, schön durchskippen. Endlich allmählich mir tun. Sie hat und jetzt während eine liegt. So, Messer weglegen, erstechen. Oder wir machen erst widersprechen. Nein, ich sagte chronologisch, wir machen es chronologisch. Ich dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen, auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Oh ja, passend. Gut, wir sehen uns auch gleich zum dritten Ende. Ich pausiere mal schnell. So, und wir widersprechen. Mach weiter. Nee. Sprechen wir zum ersten Mal? Was? Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu was, Mann. Ach so, hä? Mach weiter. Tu
nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Nein. Stopp. Mach weiter. Tu es nicht. Okay, die wiederholen's. Nö. Stopp! Sei endlich ruhig! Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly, tu dies. Lilly, tu das. Check mal was. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Deine Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie weiter war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Oh, sie ist pisst. Gefällt mir. Oh, endlich hebt sie mal die Stimme. Oh, gib dem Voice Actor für den Satz einfach, was weiß ich, das hundertfache Gehalt. Einfach verdient. Gut, das war's von Harveys Neue Augen. Also Edna und Harveys Neue Augen. Gefällt mir, wunderbares Spiel. Ich, naja, zock's privat jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf durch wie die letzten beiden Achievements. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Projekt. Wahrscheinlich Deponia, die Complete Journey. Euer Hansen Peter. Ciao.